Today's Animal World, our co-inhabitants, will be presented in German with subtitles in Arabic, Aulaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian and Spanish. In allen Zeitaltern haben uns die großen Philosophen gelehrt, wie man ein ethisches und glückliches Leben führt. Die größten von ihnen waren diejenigen, die uns daran erinnert haben, eine mitfühlende, vegane, also tierfreie Ernährungsweise anzunehmen. Helmut F. Kaplan ist Teil dieser philosophischen Tradition des Vegetarismus, die auch von Sokrates, Pythagoras, Konfuzius, Ralph Waldo Emerson und vielen anderen weisen und edlen Lehrern durch alle Zeitalter hindurch aufrechterhalten wurde. Dr. Kaplan ist ein österreichischer Philosoph und hat einen Doktortitel in Psychologie sowie einen Magister in Philosophie. Er ist ein hochgeschätzter Autor von mehr als 12 Büchern über Tierrechte, Ethik, Vegetarismus und allgemeine Philosophie, sowie von mehreren hundert Zeitungsartikeln und anderen Publikationen. In den letzten 20 Jahren war Herr Kaplan Gast bei zahlreichen Talkshows und hat öffentliche Vorträge bei vielen Treffen und Konferenzen von Tierrechtsvertreterinnen gehalten. Seine inspirierenden Bücher haben die Tierrechtsbewegung in den deutschsprachigen Ländern beflügelt und werden inzwischen als Klassiker angesehen. 2007 erhielt Helmut F. Kaplan eine Auszeichnung für Tierschutz von der Hans-Rönn-Stiftung, mit der seine Leistungen als leidenschaftlicher und mutiger Fürsprecher für eine bessere Welt für Tiere und Menschen honoriert wurden. Zurzeit arbeitet er an einem neuen Buch mit dem Titel »Ich esse meine Freunde nicht«. Hierin präsentiert er Richtlinien für Tierethik und Tierrechte, die für Menschen aller Gesellschaftsschichten leicht verständlich sind. Es ist uns eine Ehre, Ihnen heute den ersten Teil einer zweiteiligen Sendung mit einem Interview mit Dr. Helmut F. Kaplan zu präsentieren, das wir in seiner Heimatstadt, der schönen Stadt Salzburg in Österreich, geführt haben. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Errungenschaften der Tierrechtsbewegung seit ihrem rund 30-jährigen Bestehen? Auf der Ebene von Gesellschaft und Bevölkerung glaube ich, erstens das ansatzweise Bewusstsein, dass Tiere schützen und Tiere essen, dass das ein Widerspruch ist. Das war nicht immer so, also bis vor gar nicht so langer Zeit war es also bei uns üblich, dass bei den Jahrestagungen der Tierschutzvereine es vollkommen selbstverständlich war, dass da alle Fleisch gegessen haben. Also das hat sich geändert und das ist ein guter Fortschritt. Ein zweiter Punkt ist, dass ansatzweise Bewusstsein, dass eine fleischlose Ernährung gesünder ist. Dann die leichtere Verfügbarkeit von vegetarischen und veganen Produkten und daraus resultierend, dass zumindest ansatzweise schlechte Gewissen beim Fleischessen. Das sind also auf der gesellschaftlichen Ebene. Und dann ein zweiter Bereich, wo es Errungenschaften seit den letzten 30 Jahren, seit es die Tierrechtsbewegung gibt, das ist der universitäre Bereich. Da ist es so, dass Themen, Begriffe, die in der Tierrechtsphilosophie eine zentrale Rolle spielen, die sickern langsam in den normalen universitären Bereich ein, und zwar nicht nur in die Philosophie und nicht nur in die Ethik, sondern auch in andere Disziplinen, Biologie, Bioethik, Rechtsphilosophie, überhaupt Rechtswissenschaften, und das ist eine ganz wichtige Sache. Als nächstes spricht Dr. Kaplan über zwei Ideen der Tierrechtsbewegung, die Einzug in Universitäten und andere Wissenszweige gefunden haben. Erstens der Personenbegriff, der spielt also bei Tierrechten eine Rolle, weil Primaten eben Personen sind, und der spielt auch in der
humanen Bioethik eine Rolle. Personen sind definiert als Wesen, die sich bewusst sind, dass sie in der Zeit, im Ablauf der Zeit, sie selbst bleiben, identisch bleiben. Das heißt, dass sie gestern sie selbst waren und dass sie morgen sie selbst sein werden. Und solche Wesen haben also das Bewusstsein einer eigenen Zukunft und einer eigenen Vergangenheit und Wünsche für die Zukunft und haben daher einen besonderen moralischen Status. Und dieser Personbegriff, der ist eben nicht nur präsent in der Tierethik, sondern auch in der Menschenethik. Und ein zweiter Begriff, der von der Tierrechtsphilosophie sozusagen eingesickert ist, mittlerweile in den universitären Bereich, ist das Konzept von Rassismus, Sexismus, Speziesismus. Die prinzipielle moralische Gleichwertigkeit von Rassismus, Sexismus, Speziesismus. Aufgrund der Bemühungen der Tierrechtsbewegung waren diese Ideen in den Fachrichtungen Ethik und Moral sehr einflussreich. Der Personenbegriff, das ist sozusagen eine personelle und gegenständliche Klammer zwischen Tierethik und Menschenethik, weil der Personenbegriff sowohl in Bezug auf Menschen als auch in Bezug auf Tiere vorkommt, weil eben es sowohl Menschen gibt, die Personen sind, als auch Tiere gibt, die Personen sind. Und das heißt nichts anderes, wenn man das ernst nimmt, Rassismus, Sexismus, Speziesismus, dass die Tierrechtsbewegung in Wirklichkeit die logische Fortsetzung anderer Befreiungsbewegungen ist, wie eben der Befreiung der Sklaven oder der Emanzipation der Frauen, weil es immer darum geht und ging, moralische Diskriminierungen aufgrund moralisch belangloser Merkmale zu erkennen und zu überwinden. Weil warum soll man jemanden quälen dürfen, weil er zu einer anderen Art gehört? Die Ausbeutung und Diskriminierung aufgrund der Art, aufgrund der Spezies, der Speziesismus, ist genauso falsch wie Rassismus und Sexismus. Wir sind gleich wieder zurück mit Die Welt der Tiere, unsere Mitbewohner, und werden mehr von Dr. Kaplan hören über das Konzept der Unteilbarkeit der Ethik. Bitte bleiben Sie dran bei Supreme Master Television. Willkommen zurück bei Die Welt der Tiere, unsere Mitbewohner. In der heutigen Sendung stellen wir Dr. Helmut F. Kaplan vor, einen bekannten Philosophen, Autor und eine führende Stimme der Tierrechtsbewegung. Dr. Kaplan erklärt den Begriff der Unteilbarkeit der Ethik, der die Basis für das Verstehen der Nichtdiskriminierung zwischen verschiedenen Spezies bildet. Das kann man auf zweifache Weise verstehen. Erstens eher bildlich, dass man sagt, also dass Menschen entweder gut zu Menschen und Tieren sind oder eben schlecht, aggressiv, egoistisch gegenüber Menschen und Tieren. Also diese Einheitlichkeit von moralischem Fühlen, Denken und Handeln. Das wäre die eine Bedeutung der Unteilbarkeit der Ethik. Dann gibt es eine zweite Bedeutung der Unteilbarkeit der Ethik, und zwar das eher buchstäblichere, und zwar bedeutet da Unteilbarkeit der Ethik, dass es nicht eine Ethik für den Umgang mit Menschen gibt und eine Ethik für den Umgang mit Tieren, sondern dass es immer mehr ethische Konzepte gibt, die sich mit Menschen und Tieren befassen. Und das ist historisch gesehen ein junges Phänomen und ein äußerst wichtiges Phänomen. Jetzt gibt es immer mehr ethische Ansätze, ethische Theorien, deren Gegenstand Menschen und Tiere sind. Eine berühmte Verdeutlichung des wichtigen Konzepts der Unteilbarkeit der Ethik ist das folgende Zitat von einem der bedeutendsten Romanautoren der Welt, Leo Tolstoi. Solange es Schlachthäuser gibt, wird es auch Schlachtfelder geben. Wir können den Krieg gegen Menschen nicht abschaffen, solange wir Kriege gegen Tiere führen. Jeder kann selbst konkret und unmittelbar zu einer mitfühlenderen Welt beitragen, nämlich erstens, indem er selbst mitfühlend lebt und zweitens dadurch, dass er in diesem mitfühlenden Leben ein Vorbild für andere gibt. Die Idee der Unteilbarkeit der Ethik
wurde auch 1975 in dem Buch Animal Liberation, die Befreiung der Tiere, von Peter Singer erörtert, der weithin als der Begründer der Tierrechtsphilosophie bekannt ist. Führende Tierschützer haben sich nicht nur um Tiere gekümmert, sondern sie haben sich auch mehr um ihre Mitmenschen gekümmert als andere Menschen. So haben zum Beispiel viele Tierschützer, prominente Tierschützer, sich auch engagiert in der Anti-Sklaven-Bewegung. Und auf der anderen Seite haben viele führende Menschenrechtler sich auch immer wieder engagiert für Tiere. So waren und sind führende Feministinnen zum Beispiel auch tätig in der vegetarischen Tierrechtsbewegung. Das heißt also, diese Einheitlichkeit des moralischen Umgangs gegenüber Menschen und Tieren im positiven Sinne, so wirklich verlassen möchte sich auf diese feinsäuberliche Trennung zwischen Gewalt gegenüber Tieren und Güte gegenüber Menschen niemand. Und zwar kann man das sehr schön veranschaulichen. In Situationen, wo wir unser Leben in die Hand eines anderen geben müssten, also sei es in einer Fluchtsituation oder sei es, weil wir uns einer Operation unterziehen müssen, wenn wir da oder wenn die Menschen da die Gelegenheit haben, sich zu entscheiden, gebe ich mein Leben in die Hand eines Tierexperimentators oder Jägers einerseits oder in die Hand eines ethisch motivierten Vegetariers, dann glaube ich, dass sich wohl alle für den ethisch motivierten Vegetarier entscheiden würden. In einem Ihrer Bücher postulieren Sie eine ethische Weltformel, einen einfachen ethischen Grundsatz, der uns sagt, wie wir unsere Mitmenschen behandeln sollen und auch unsere anderen Mitbewohner auf der Erde. Könnten Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern dieses Konzept erklären? Also es geht hier um die goldene Regel. Also was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu oder behandle andere so, wie du von ihnen behandelt sein willst. Nun hat diese goldene Regel einen ganz herausragenden Stellenwert. Und zwar deshalb, diese goldene Regel spielt sowohl im esoterisch-spirituell-religiösen Bereich eine Rolle, als auch in der akademischen Ethik. Und das hat seine Ursache vermutlich vor allem darin, dass die goldene Regel zwei Dinge in höchstem Maße vereint, die ansonsten kaum je vorkommen, nämlich emotionale Plausibilität und rationale Plausibilität. Und das macht das Besondere dieser goldenen Regel aus. Und die goldene Regel funktioniert. Wenn sich alle Menschen an diese Regel hielten, dann werden mit einem Schlag 99% aller Übel, die sich durch moralisches Verhalten beseitigen lassen, beseitigt. Und aus diesem Grund, weil diese Regel so einfach ist und so universell anwendbar ist, nenne ich die goldene Regel auch ethische Weltformel. Das ist natürlich in unserem Zusammenhang der ganz wichtige Punkt. Der Einwand, dass die goldene Regel in Bezug auf Tiere nicht anwendbar sei, weil wir nicht wüssten, was Tiere wollten, ist verlogen und falsch, denn wenn wir wollen, wissen wir sehr genau, was Tiere wollen, vor allem, was sie nicht wollen. Dr. Kaplan betont, dass wir den Tieren die gleichen Grundrechte gewähren sollten, die die Menschen besitzen. Das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit und das Recht auf Schutz vor Folter. Und diese Rechte sollen in der Charta der Vereinten Nationen verankert werden. Ich glaube, dass es realistisch ist, dass das zumindest auf dem Weg ist und doch der Realisierung entgegengeht. Aber da dürfen wir natürlich nicht Halt machen, weil es gilt, allen Tieren solche Rechte zuzugestehen, dass sie ein ihnen gemäßes Leben führen können. Und da ist, glaube ich, der beste und einfachste und nachvollziehbarste Ansatz das Gleichheitsprinzip, wo Tiere und Menschen ähnliche Interessen haben, zum Beispiel das Interesse, nicht zu leiden. Wo Tiere und Menschen ähnliche Interessen haben,
da sollen wir diese ähnlichen Interessen auch moralisch gleich ernst nehmen. Das fundamentalste Recht, das wir allen zugestehen müssen, ist also das Recht auf gleiche Interessenerwägung. Das heißt, da ein tierliches Interesse nicht zu leiden, muss gleich viel wert sein, wie ein menschliches Interesse nicht zu leiden. Und da muss man den Tieren das Recht einräumen auf diese gleiche Interessenberücksichtigung. Sanfte Zuschauer, wir danken Ihnen für Ihre Gesellschaft heute bei Die Welt der Tiere, unsere Mitbewohner. Bitte schalten Sie morgen wieder ein. Es geht dann weiter mit Teil 2 unserer Diskussion mit Dr. Kaplan. Und er wird darüber sprechen, wie wir eine Welt schaffen können, in der alle Tiere respektvoll und würdevoll behandelt werden. Nun bleiben Sie bitte dran bei Erleuchten Unterhaltung, gleich nach bemerkenswerte Nachrichten, hier auf Supreme Master Television. Wir verabschieden uns für heute und wünschen Ihnen den Segen des Himmels. Gentle viewers, thank you for your company today on Animal World, our co-inhabitants. Please tune in again tomorrow as we continue with part 2 of our discussion with Dr. Kaplan, in which he speaks about the possible means to a world where all animals are treated with respect and dignity. For now, please stay tuned for enlightening entertainment right after noteworthy news here on Supreme Master Television. Farewell and heaven bless.